Hallo liebe Eisenbahnfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Frage- und Antwort-Video. Ich weiß, das letzte ist schon etwas länger her, aber ich werde trotzdem die Fragen noch beantworten. Nicht viel Zeit verlieren und wie immer geht's los nach dem Intro. Wie ist es mit der Türnotentriegelung? Kann die wie die Notbremse per Schlüssel zurückgesetzt werden, wenn die aktiviert wird oder nicht? Ja, kann natürlich zurückgesetzt werden. Wenn man auf die Türnotentriegelung schaut, dann sieht man, dass da ein kleines Vierkantschloss ist. Sind Quereinsteiger unter den älteren Kollegen angesehen oder eher unbeliebt? Also das kommt doch eher auf den Menschen drauf an. Das hat nichts mit Quereinsteiger zu tun. Wie schnell darf man eigentlich im Stammstreckentunnel fahren? Ja, das sind maximal 80 km/h. Und zweitens, welche Strecken außer der Stammstrecke sind mit LZB ausgestattet? Strecken, die die S-Bahn befährt, planmäßig, gibt es keine weiteren. Ach stopp, Moment, in Stenhausen. Da gibt es noch ein ca. 250 Meter langes Testgleis. Fährst du selber viel mit der Bahn privat? Nein. Ich mag eigentlich Individualität. Das heißt, wenn ich in München in der Innenstadt zum Beispiel was zu tun habe, dann lasse ich natürlich mein Auto außerhalb stehen und fahre durch die Innenstadt mit der S-Bahn. Aber wenn es um Urlaub geht oder so, da fahre ich immer mit dem Auto, damit ich am Zielort dann auch sehr flexibel sein kann. Ist jetzt vielleicht keine Werbung für die Bahn, aber ist halt so. Bist du mit deinem Arbeitgeber zufrieden? Niemand kann zu 100% mit seinem Arbeitgeber zufrieden sein. Da gibt es immer was zu mäkeln. Aber grundsätzlich ja, denn sonst wäre ich nicht schon seit über 20 Jahren hier. Ab wie vielen Jahren kann man die Ausbildung zum S-Bahn-Führer bei der S-Bahn München beginnen? Gleich nach der Schule, wenn du 16 bist. Wir hatten auch schon einen 15-Jährigen, aber gleich nach der Schule. Zweitens, wie lange dauert so eine Ausbildung? Als EIB, Eisenbahner im Betriebsdienst, also gleich nach der Schule, dauert es 3 Jahre. Man kann aber auch auf 2,5 Jahre verkürzen, wenn man sehr gut ist. Und als Quereinsteiger sind es inzwischen 12 Monate. Und drittens, ich habe gehört, dass man bei der S-Bahn erst mit 21 seinen ersten eigenen Zug fahren darf. Stimmt das? Das war früher so. Inzwischen gibt es eine neue europäische Norm und die sagt aus, dass man es schon mit 20 Jahren fahren darf. Und wenn man nach der Ausbildung noch keine 20 Jahre alt ist, dann kann man die Zeit überbrücken. Entweder rangiert man dann in Stenhausen oder arbeitet als Aufsicht. Bist du schon mal Bombardier Talent 2 gefahren? Wenn ja, wie fährt er sich? Nein, bei der S-Bahn München gibt es diese Baureihe nicht und privat bin ich auch noch nicht mitgefahren. Unsere, also meine S-Bahn, heißt S-Bahn Rhein-Main, weil diese auch durch die ganze Region fährt. Aber warum hat die S-Bahn München keinen anderen Namen, wenn diese mehrere Orte oder Städte im Umkreis umfasst? Denn die S-Bahn München fährt ja nicht nur in der Stadt München, oder? Also erstmal ist meine persönliche Meinung, die S-Bahn Rhein-Main sollte eigentlich S-Bahn Frankfurt heißen. Denn genauso wie in München wird dort von Frankfurt ausgehend sternförmig die anderen Orte angefahren, also zentral. Wobei die S-Bahn in die S-Bahn Rhein-Ruhr und die S-Bahn Rhein-Neckar ganz verdient ihren Namen haben, denn diese verbinden dezentral mehrere große Orte miteinander. Im Nordwesten Deutschlands gibt es ja so viele große Städte mit so vielen Eisenbahnstrecken, wo man kreuz und quer fahren kann. Sowas gibt es im Süden halt nicht. Hier ist alles sternförmig aufgebaut. Wenn es Eisenbahnstrecken geben würde, zum Beispiel von Augsburg nach Petershausen oder von Landshut nach Rosenheim, wer weiß, vielleicht würde es dann nicht S-Bahn München heißen, sondern S-Bahn Oberbayern oder S-Bahn Südbayern oder sowas in der Art. Kommen Mitarbeiter, so wie du auch, zu spät zur Arbeit mit der Deutschen Bahn? Ja, natürlich kommen wir mal zu spät, auch wenn wir mit unserem eigenen Arbeitgeber fahren. Aber dafür gibt es ja Bereitschaften am Ostbahnhof, der fährt dann die komplette Schicht oder fährt den Zug bis zu einem Übergabepunkt, zum Beispiel wenn der verspätete Kollege
vom Hauptbahnhof kommt, dann fährt die Bereitschaft den Zug bis zum Hauptbahnhof und der verspätete Kollege übernimmt seinen Zug dort. Also da gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten, um keinen Zug ausfallen zu lassen. Ist die Technik in Deutschland zum Beispiel für Signaltechnik noch im 20. Jahrhundert? Was kann man allgemein aus deiner Sicht im S-Bahn-Verkehr so ändern, um sich die Arbeit leichter zu machen, aber aus irgendwelchen Gründen nicht geht? Das würde ich von der anderen Seite beantworten. Zum Beispiel bei den Signalen, da könnten die Signalabstände verringert werden, also dass die Blockabstände nicht so groß sind, dass man mehr Züge auf die Strecke bekommt. Aber bei alter Stellwerkstechnik geht das natürlich nicht oder nur relativ schwer. Oder zum Beispiel, es werden Bahnhöfe umgebaut, Weichen rausgerissen, die Infrastruktur komplett geändert, sodass man es schwerer hat, Züge abzustellen, rumzurangieren oder man ist halt nicht mehr so flexibel bei der Abstellung und beim Rangieren. Warum hört man kaum eine Durchsage in den S-Bahn-Zügen, wenn zum Beispiel was passiert ist oder längere Wartezeiten sind? Also das kommt wirklich auf den Kollegen jeweils drauf an, der den Zug führt. Nur meistens wissen wir selber nicht, was passiert ist, wie lange es dauert und so weiter. Wir sollen zwar durchsagen, sowas wie, sobald wir nähere Informationen erhalten, werde ich sie weiter informieren. Das bringt zwar nicht wirklich was, aber beruhigt wenigstens die Leute. Wenn du jetzt nochmal jung wärst, was würdest du stattdessen außer Lokführer machen, wenn du jetzt nochmal die Chance hättest? Naja, damals war mein zweiter Berufswunsch Architekt, vielleicht das, oder irgendwas mit Design, Grafikdesign oder sowas. Was war der beste Lokführermoment, der dir je passiert ist? Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Fällt mir wirklich nichts ein, aber was immer sehr schön ist, sind Begegnungen mit kleinen Kindern, die dann entweder winken oder mich ansprechen oder ich spreche sie dann an und dann sind dann auch die Eltern glücklich. Oder wenn Leute sich bedanken oder zu irgendwelchen Feiertagen wie Weihnachten, Ostern ein paar Süßigkeiten schenken, hatte ich auch schon mal ab und zu. Würdest du noch einmal die Tür aufmachen, wenn eine ältere Dame noch in deinen S-Bahn-Zug will oder nicht? Zum Beispiel aus versicherungstechnischen Gründen. Sobald ich angefahren bin, nicht mehr. Aber wenn ich gerade die Türen geschlossen habe und ich weiß, dass an der nächsten Station noch etwas Zeit ist, dann ja, aber bei Verspätungen oder wenn wir komplett pünktlich sind, dann nicht mehr. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich bin der Meinung, Rentner haben den ganzen Tag Zeit und wenn sie unbedingt diesen Zug erwischen wollen, dann hätten sie auch 5 Minuten eher losgehen können. In Stuttgart werden öfters S-Bahnen bei Zugfolgeverspätungen von ca. 5 Minuten ausgesetzt. Ich habe das jetzt das erste Mal miterlebt, allerdings wurde dort von einer Betriebsstörung geredet und da denkt ja jeder an ein kaputtes Signal oder sonst was. Dabei war es eine ärztliche Versorgung eines Fahrgastes in einer S-Bahn auf der Stammstrecke. Eine Betriebsstörung kann alles sein. Und das wird dann kurzfristig von der Leitstelle entschieden, um den Betrieb wieder zu stabilisieren. Ganz normal sowas. Kann man das Bedienen einer Bahn wie beim Führerschein auch erlernen? Wie jetzt? Die Frage verstehe ich nicht. Glaubst du im Ernst, dass jeder das kann? So wie er geboren ist, kann er dann auch gleich einen Zug fahren? Natürlich muss man das lernen. Also solche Fragen irritieren mich. Ich habe Folgendes im berühmten Social Media Portal Facebook gelesen bezüglich Lokführer. Also erst einmal, da muss ich erstmal dazwischen gehen. Lokführer, ich lese das so oft. Lokführer kommt nicht von locken, wir locken niemanden, sondern von Lokführer, Lokomotivführer, von Lokomotive, also ohne C. So, jährlicher Fortbildungsunterricht mit Erfolgskontrolle, dabei Überprüfung Fachwissen über die Vorschriften. Nichtbestehen führt zum Entzug der Fahrberechtigung. Ja, wir haben jedes Jahr haben wir verschiedene Unterrichte, den Theorieteil und wir haben auch Technikunterricht. Und beim Theorieteil, wenn wir da was nicht schaffen, also in der Erfolgskontrolle einen Fehler machen, eine Betriebsgefahr haben, dann führt das nicht gleich zum Entzug der Fahrberechtigung. Das kann dann bei einer mündlichen Berichtigung ausgemerzt werden. Jährliche Überprüfung von Sonderfällen im Fahrbetrieb und auf der Strecke auf dem Simulator. Fehlverhalten kann zum Entzug der Fahrberechtigung führen. Ja, wir haben auch Simulatorschulungen einmal im Jahr. Und wenn man dort bei der Prüfungsfahrt eine Betriebsgefahr hat, dann darf man auch erstmal nicht weiterfahren, sondern muss eine Nachschulung machen.
Und wenn man die besteht durch eine Erfolgskontrolle, dann darf man wieder fahren. Jährlich 2 Begleitfahrten durch Vorgesetzte. Fehlverhalten kann zum Entzug der Fahrberechtigung führen. Also ja, wir haben auch Fahrten, die von den Transportkontrolleuren begleitet werden und wo Fragen gestellt werden. Aber ich habe noch nicht davon gehört, dass jemand dann nicht mehr fahren darf, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Also da muss schon was sehr Falsches passiert sein, damit man aus dem Fahrbetrieb genommen wird. Was sind nach deiner Meinung nach die Stärken und Schwächen beim ET423 und vielleicht auch beim ET420 unter Berücksichtigung der Zeit des Baues der Triebwagen? Also ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber nur mal als ein Beispiel. Ich hätte zum Beispiel bei der Baureihe 423 anstatt elektrisch betriebene Türen, luftbetriebene Türen eingebaut, weil wir öfters Probleme mit den Türen haben. Und beim 420 würde ich mal generell sagen, der ist einfach zu störanfällig. Da baut man Technik der 2020er Jahre, damit meine ich die LZB, ein, in Fahrzeuge, die auf dem Stand der 80er sind, in eine Bauform von Fahrzeugen aus den 60er, 70ern. Da harmoniert die Technik einfach nicht miteinander. Die Vorteile beim 420er sind eindeutig die Türen. Nicht nur wegen der geringen Störanfälligkeit, sondern auch wegen der Fahrgäste. Wenn die Türen zugehen, dann gehen sie zu. Und wenn noch jemand denkt, er müsse reinspringen, der überlegt sich das nächste Mal. Es könnte blaue Flecke geben. Der Vorteil vom 423 ist einfach die Bedienerfreundlichkeit für den Lokführer, weil jedes System ist, oder fast jedes System, ist elektronisch überwacht und da ist die Störungssuche relativ einfach. Du hast in einem Video erwähnt, dass du und deine Kollegen einen internen Fragebogen zur künftigen Baureihe beantworten sollten. Welche eventuell fahrgastrelevanten Aspekte waren dir dabei am wichtigsten? Eigentlich ganz einfach, dass man nicht die Fehler vom 423 oder vom Redesign 423 nochmal macht. Als Beispiel ganz einfach, der Taster für die Rollstuhlfahrer, sind falsche Taster eingebaut worden. Jeder, der sich da anlehnt, löst den aus. Oder die Handläufe, die direkt jetzt im Redesign für 23 in die Mitte vom Einstiegsbereich gebaut wurden. Es ist ziemlich schwierig für die Rollstuhlfahrer reinzukommen und wieder rauszufahren. Wenn die neue Baureihe da ist, ist es dann geplant, diese exklusiv auf bestimmten Strecken bzw. Linien einzusetzen oder wird diese dann auf allen Strecken bzw. Linien eingesetzt? Da ein Detail von der neuen Baureihe schon veröffentlicht wurde, kann ich das ja hier mitteilen. Die Züge sind geplant als Langzug komplett durchgängig. Also werden sie wahrscheinlich dann nicht zum Beispiel auf der 7 eingesetzt werden können, da bekanntlich dort nur Vollzüge fahren können. Also ja, es ist geplant, nur auf bestimmten Strecken zu fahren. Erstmal. Wäre es sinnvoll, beziehungsweise ist es geplant, aufgrund des zukünftig geplanten Einsatzes von Express-S-Bahnen die neue Baureihe mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h zu konzipieren? Ob es geplant ist, darf ich nicht sagen, aber sinnvoll wäre es. Wenn du 3 infrastrukturelle Maßnahmen im Münchner S-Bahn-Netz vornehmen könntest, um die betriebliche Stabilität bzw. Qualität zu verbessern, welche wären diese? Also als erstes mal alle Strecken, bis auf die S7 zur Kreuzstraße, sage ich jetzt mal, alle Strecken zweigleisig auszubauen. Dann die Signalabstände zu verkürzen, damit mehr Züge raufpassen. Und als drittes Bahnhöfe auszubauen, beziehungsweise besser gesagt nicht zurückzubauen, wie es im Fall Wolfratshausen passiert ist. Oder als zweites Beispiel der ehemalige Bahnhof Taufkirchen, der ja im Zuge des zweigleisigen Ausbaus der Strecke Giesing-Deisenhofen zu einem Haltepunkt zurückgebaut wurde. Wenn es jetzt auf der Strecke zu einer Störung kommt, dann muss man die komplette Strecke zwischen Giesing und Deisenhofen sperren. Wäre Taufkirchen noch ein Bahnhof, könnte man noch bis dorthin fahren und die Strecke nur teilweise sperren. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Sonst wird das Video ja zu langatmig. Die restlichen Fragen werden natürlich in einem weiteren Video beantwortet. Und falls ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr gerne diese unter diesem Video stellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid das nächste Mal auf meinem Kanal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.